Hallo zusammen, mein Name ist Siegfried Eichhorn und in dem Video geht es um das Thema der Landschaftsfotografie. Speziell hier am schönen Ammersee bin ich an einem Steg und möchte heute das Abendlicht einfangen und am Ende des Videos seht ihr noch, wie ich das Bild an meinem MacBook bearbeite. Seid gespannt, bleibt dran, ich würde mich freuen. Ich lese ja und beantworte auch gern eure Kommentare und mir ist natürlich nicht entgangen, dass einige geschrieben haben, Mensch, du machst ja gar keine Fotografie-Videos mehr, sondern nur noch ja, Wandervideos. Warum? Das hat einen Grund. Vor, sagen wir mal, ein paar Wochen gab es ein sehr unschönes Erlebnis in meinem Leben. Mein Privatleben ist wie ein Kartenhaus zusammengebrochen mit einer Aussage und damit musste ich erstmal fertig werden und habe ja, die Abwechslung wirklich in der Natur gesucht, habe mich verausgabt, habe extrem lange Wanderungen gemacht, um einfach wieder klar im Kopf zu werden, um nach vorne blicken zu können. Gut, jetzt aber hier zu diesem Spot. Warum stehe ich hier? Vor 2-3 Wochen habe ich es geschafft, einmal um den Ammersee herumzulaufen. Das waren ca. 50 Kilometer und bin hier an diesem geheimen Spot, zumindest für mich sehr geheim und unentdeckten Spot, vorbeigekommen. Es ist ein ultralanger Steg, der mit Schilf eingewachsen ist. Da steht allerdings auch da, dass der privat ist, aber ich habe vorhin die Frau gefragt, ob ich mal hier ein Foto machen darf. Da hat sie gesagt, ja, mach nur, ich störe da nicht. Also da habe ich den Steg heute offiziell auch betreten und freue mich auf dieses Landschaftsbild. Die Sonne könnte heute ein bisschen schöner stehen, beziehungsweise weniger Wolken am Himmel sein, aber das ist jetzt egal. Mir geht es um die Komposition dieses Shots und ich möchte auch nicht unendlich viele Bilder machen, sondern nur ein einziges und das überlegt angehen. Und das möchte ich euch zeigen, wie ich das angehe. Ich bin jetzt hier auf 16 mm, ob das Sinn macht. Entgegen dieser 2/3-Regel nehme ich jetzt den Horizont mal direkt in die Mitte, weil jetzt so für mich passt es eigentlich recht gut. Weil wenn ich jetzt 2/3 nur Himmel aufnehmen würde, habe ich einfach nur dunkle Wolken und kaum was vom Steg. So setze ich jetzt den Horizont in die Mitte, richte meine Kamera auch in der Waage korrekt aus. Dann habe ich dann später wenig Nachbearbeitung. Und danach geht es dann nur noch an die Feineinstellungen. Ich fotografiere im manuellen Modus. Ich stelle jetzt auch die Auslöseverzögerung ein. Und zwar nehme ich da mal 2 Sekunden, das dürfte reichen. Fokussiere manuell. Und zwar werde ich immer gefragt, wohin fokussiere ich denn? In dem Fall fokussiere ich auf das Ende des Steges, weil der für mich am interessantesten daherkommt, mit der Bank vorne. Genau, und dafür gehe ich mit der Displaylupe schön nah ran und nehme mir die Bank richtig schön scharf vor. Ja, und da man jetzt eh keine Sonne mehr sieht, brauche ich auch keinen Verlaufsfilter, der mir den oberen Himmel ja, abdunkelt, sondern nur einen ND-Filter, dass ich recht lange belichten kann. Und mein Filterhalter ist immer noch der alte von Haida. Der taugt mir. Den schraube ich mal vorne drauf. Ist ein bisschen doof, ohne hinzuschauen, aber ich krieg's ganz gut hin, glaube ich. Zack, sitzt. Und da die Sonne jetzt heute nicht wirklich brennt, reicht auch der 1,8er ND-Filter. Genau, den habe ich hier in einer schönen Tasche dabei, dass der auch nicht verkratzt. Mir ist jetzt hier gerade eben auch schon der Deckel von meinem Objektiv ins Wasser gefallen. Habe aber keine Lust heute zu tauchen, also bleibt er hier. Gut, Freunde, den Filter setze ich ins erste Fach, also ganz nahe ans Objektiv ran und versuche jetzt auch nicht den Fokusring zu berühren. Zack, wunderbar. Jetzt sehe ich natürlich auf dem Display alles nur schwarz, macht aber nichts. Ich kann jetzt an der Belichtung, weil ich im manuellen Modus bin, einfach mal schön hochdrehen und bin jetzt bei 3 Sekunden und das Bild wäre so perfekt ausgeleuchtet. Das ist halt der Vorteil von diesen digitalen DSLM-Kameras, dass man schon im Live-View, im Bildschirm sieht, wie das Bild am Ende wird.
beziehungsweise ob es richtig belichtet ist, einigermaßen. Jetzt mache ich das Bild. Kann mit leben. Ein Foto möchte ich jetzt aber trotzdem noch machen, und zwar gehe ich dafür 20 Meter weiter vor, um diese Bank und die zwei Boote, die wirklich symmetrisch hier auf mich zugucken, aufnehmen zu können. Weil jetzt sind sie mir einfach zu weit weg. Ich fotografiere jetzt 5 Sekunden lang auf der 10er Blende und ISO 100. Fokussiert habe ich manuell vorne die Bank. Jetzt kann es losgehen. Jetzt möchte ich aber noch ein Stückchen weiter vor zum Steg laufen. Da kriege ich die Bank besser drauf und die zwei Boote, die wirklich symmetrisch mich anstarren, sage ich mal, die möchte ich auch noch aufs Bild drauf kriegen. Wenn ich die noch auf diese 2/3-Linien, also ins linke und rechte Drittel die Boote bekommen kann, dann wäre es ein Top-Shot. Das versuche ich jetzt mal. Stehe ich da. Die Boote liegen wirklich windstill, schöne Masse. Ich kann an die 5 Sekunden lang belichten, ohne dass sie verwackeln. Aber gerade zieht ein Segelboot vorbei und das sieht man natürlich verschwommen. Da muss ich jetzt halt noch mal 2-3 Minuten warten und dann mache ich mein Foto. Sieht echt traumhaft aus. Dadurch, dass wir fast Windstille haben, ist das Segelboot da hinten auch nicht besonders schnell. Abendbrotzeit ist jetzt auch gerade bei den Fischen. Die hüpfen richtig aus dem Wasser raus, bis zu 2-3 Zentimetern, die sind aber ganz klein. Also das Gitternetz hilft mir hier wirklich bei der Bildkomposition, weil ich den Steg damit schön mittig ausrichten konnte. Und ins linke und rechte Drittel habe ich beide Boote gepackt. 10 Sekunden, Blende 10, ISO 100. Was ich bei diesem Bild auch wunderschön finde, ist, dass das Segelboot auf der linken Seite sich wunderschön im Wasser spiegelt, weil die Wasseroberfläche ist fast glatt und durch die Langzeitbelichtung schaut es eh platt aus. Die Spiegelung ist einmalig. Ist echt, echt, echt schön. Man sieht jetzt auch schon diese Unwetterfront, die aus der Richtung, also von Norden, zu mir zieht. Noch habe ich Glück, noch ist es trocken und hell. Und das nutze ich jetzt, um ein weiteres Foto zu machen. Da gehe ich jetzt mit 2 oder 3 Fotos nach Hause und es reicht mir, weil ich habe keinen Bock, 100 Bilder mir anzuschauen und die zu bearbeiten. Lieber mache ich mir immer ein bisschen Gedanken und teile vielleicht auch meine Ideen mit euch, anstatt viel Zeit am Rechner zu verbringen. Und das Schöne ist auch immer wieder, hier in der Natur zu sein. Macht den Kopf frei, man kommt auf positive Gedanken und darum geht es mir. Schön. Ja, aber ein Foto möchte ich heute noch machen, und zwar mit meinem Zoom-Objektiv, mit dem Tamron 70 bis 180. Und zwar werde ich das jetzt mal auf dieses schöne Segelboot richten und mache das mit dem 70 bis 180, damit ich die Berge noch ein Stückchen näher ranbekomme. Ja, gehen wir es mal an. Okay, jetzt kommt der Objektivwechsel. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, wenn ihr Sony-Shooter seid, aber ich muss meinen Sensor jeden Monat eigentlich nass reinigen, wenn ich doch oft Objektive wechselt und mir kommt immer wieder Dreck rein. Obwohl, sage ich mal, ich die Kamera dabei nach unten richte und relativ schnell bin beim Objektivwechseln. Ich mache es auf jeden Fall immer so, ich nehme ein Objektiv, tue es entweder zwischen die Beine klemmen, wie jetzt in dem Fall, mache die Kappe schon mal ab und versuche das möglichst schnell zu machen und senke das Objektiv oder beziehungsweise den Sensor, damit das Ganze relativ schnell geht. Assistenten habe ich leider nicht dabei, aber das Ganze hat jetzt auch nur 2-3 Sekunden gedauert. Sollte passen. Wenn ihr Tipps zum Objektivwechsel habt, damit möglichst wenig Staub auf den Sensor kommt, immer her damit. Ich bin dankbar dafür. Hier arbeite ich jetzt mal mit der 2/3-Regel, das heißt 2/3 Himmel. Und check's mal aus, ob das funktioniert.
funktioniert auf einer halben Sekunde mit einer 14er Blende. Würde mir auch mit einer Langzeitbelichtung wirklich, wirklich besser gefallen, aber ich habe, glaube ich, nicht den richtigen Filteraufsatz dabei, um die ND-Filter da drauf zu schrauben. Dann muss es auch so gehen. Jetzt fokussiere ich nochmal sicherheitshalber richtig auf das Boot. Bei Tamron ist es ja so, dass der Fokusring hinten ist. Das ist total ungewöhnlich. Ein Drittel Wasser, zwei Drittel Himmel, weil ja der Mast ja auch richtig viel Platz einnimmt. Und jetzt kann ich hier schon etwas länger belichten. Auf einer 11er Blende. Und jetzt regnet es, ich packe ein und bin eigentlich froh, hier nochmal gewesen zu sein, bevor es richtig losgeht. Und die Ghetto-Methode, wenn man keinen Filteradapter da hat, lege ich halt einfach mal den Filter drauf und versuche den einigermaßen ruhig am Objektiv zu halten. Und so kann ich auch eine Langzeitbelichtung machen. Bei Regen. Ja, 15 Sekunden dürfte völlig gut sein. Hat funktioniert. Habe ich jetzt auch noch nie vorher getestet, aber es ging. So, das war's, jetzt packe ich zusammen. Bevor es an die Fotobearbeitung geht, probiere ich jetzt mal meinen nagelneuen Thermomix aus. Der kam heute und jetzt steht Spaghetti Bolognese auf dem Programm. Mal schauen, ob ich noch kochen lerne. Wie vorhin schon auf dem Steg angekündigt, zeige ich euch jetzt, wie ich meine Bilder in Lightroom entwickle. Denn meine Fotos mache ich standardmäßig immer im RAW-Format und ja, das setzt eine Entwicklung voraus. Und dann fangen wir jetzt gleich mal bei dem allerersten hier an. Was mir hier gleich auffällt ist, es war doch nicht ganz so windstill, weil dieses Schilfgras doch etwas verschwommen daherkommt. Das finde ich jetzt ein bisschen schade. Deswegen werde ich das Bild noch ein bisschen zurechtschneiden, um das eventuell bei Instagram posten zu können. Was mir aber gut gefällt, sind die symmetrisch angeordneten zwei Boote, die neben dem Steg liegen. Und jetzt geht's auch schon los. Was ich immer ganz gern als erstes mache, ist eine automatische Tonwertkorrektur vornehmen. Dann gehe ich hier einfach auf Automatik. Dann beurteilt Lightroom selber, wie das Bild korrekt ausgelichtet wäre. Das ist mir jetzt noch etwas zu dunkel in Summe, deswegen gehe ich hier mit der Belichtung noch ein bisschen nach oben am Belichtungsregler. Und im nächsten Schritt schneide ich das Bild jetzt erstmal zu, so wie ich es dann auch am Ende sehen möchte. Dafür gehe ich hier oben auf das Zuschneidwerkzeug und sage, man, ich hätte es gern quadratisch und will einfach hier diesen rechts, dieses Schilf damit wegschneiden. So. Jetzt will ich noch schauen, dass ich den Steg einigermaßen mittig ausrichte. Auch wenn die Boote nicht ganz symmetrisch dann daherkommen, ist mir das egal. Dabei belasse ich es jetzt fürs Erste. Und jetzt kümmere ich mich als allererstes mal um den Himmel. Ich möchte, dass die Wolken besser zur Geltung kommen und auch die Sättigung aus den Wolken herausnehmen. Und das mache ich am liebsten immer mit einem Verlaufsfilter, den finde ich hier oben. Zoome jetzt hier irgendwas aus, Belichtung meinetwegen. Und ziehe den Verlaufsfilter jetzt genau an die Wasserkante. So. Hier nehme ich etwas Belichtung raus.
werde auch noch ein bisschen am Dunst arbeiten. Vielleicht auch ein bisschen mehr Klarheit reinbringen. Und hier darf man nicht wie wild an den Reglern drehen. Und natürlich, wenn man den Dunst herausnimmt aus den Wolken, wird das Bild in sich blauer, beziehungsweise der Himmel wirkt noch blauer. Und was ich ganz gerne mal mache, ist die Sättigung rausnehmen beim Himmel. Jetzt seht ihr schon, der Himmel wirkt eher gräulich und in dem Fall gefällt mir das ganz gut so. Das lasse ich jetzt, bestätige ich. Ja, was man jetzt noch machen kann, ist vielleicht hier unten die Helligkeit bzw. die Tiefe ein kleines bisschen nach oben ziehen. Da wende ich jetzt auch wieder einen Verlaufsfilter an und sage, dass die untere Bildhälfte möchte ich jetzt damit bearbeiten. Also ihr seht, wenn ich auf O drücke, welchen Bereich ich hier bearbeite. Hier ziehe ich jetzt die Tiefen übertrieben nach oben. Nur ein kleines bisschen, das reicht schon. Die Lichter etwas nach unten. Hier gehe ich noch ein bisschen auf die Sättigung. Ihr seht auch, wenn ich hier im Wasser den Dunst entfernen Regler betätige, hat es irgendwie einen richtig schönen Look. Also das gefällt mir ganz gut. Aber mehr als 20 würde ich jetzt auch nicht beim Dunst nehmen. Klarheit bringt mir nichts, den lasse ich mal schön auf 0. Wenn ihr rückgängig irgendeinen Regler wieder rückgängig machen wollt, klickt einfach doppelt nochmal drauf, zum Beispiel Dunst, zack, Doppelklick, komme ich wieder an Anfang. Und die Sättigung ist mir jetzt doch zu arg, die nehme ich raus und bleibe auf einer 7. Das wäre jetzt mein allererstes fertig bearbeitetes Foto. Also ihr seht, ich stecke hier nicht zu viel Energie rein, pro Foto vielleicht 3-4 Minuten und das war's. Und genauso in dem Style schaue ich mir jetzt vielleicht nochmal ein anderes Foto an. Könnt ihr euch noch erinnern, im Video habe ich gesagt, es fährt gerade ein rosafarbenes Segelboot von rechts nach links durch meine Bildkomposition. Ich habe trotzdem das Bild gemacht und hier seht ihr genau, warum das ein Fehler war. Hier ist es ganz, ganz deutlich zu sehen. Ich bearbeite meine Bilder fast immer nur in Lightroom, nie in Photoshop. In Photoshop könnte ich das ganz easy wegretuschieren, aber das mache ich in dem Fall nicht. Ich möchte euch die Vorgehensweise nur in Lightroom zeigen. Auch hier. So, was haben wir hier? Auch ein ganz interessantes Bild. Man sieht auch hier noch meinen Kamerarucksack, den ich hier mal kurz abgelegt habe. Aber gehen wir mal in die Bearbeitung rein und vergessen den Kamerarucksack. Ersten Schritt schaue ich hier wieder mit der Wasserwaage. Bin ich tatsächlich wirklich waagrecht am Horizont? Fast. Dann wende ich wieder die automatische Tonwertkorrektur an. Ich denke mal, dass Lightroom das Bild jetzt etwas aufhellen wird. Ja, hat es auch gemacht. Des Weiteren würde ich jetzt wieder oben anfangen bei dem Himmel. Ziehe meinen Verlaufsfilter von oben hier nach unten. Setze den direkt auf die Kante. Und ihr seht, nur der obere Bereich ist davon betroffen. Bringe das Ding auch noch ein bisschen in die Waage. Mehr hier ein bisschen mehr Klarheit rein. Hier ein bisschen entsättigen. Ein bisschen Dunst entfernen, ein bisschen Klarheit reinmachen. Die Belichtung an sich mal runterziehen. Ist schon mal ganz nice. Jetzt sehe ich hier links oben einen Sensorfleck, den kann ich hier ganz easy mit dem Reparaturstempel wegstempeln, ein Klick, zack, weg ist er. Gut, was machen wir hier unten? Mit dem Verlaufsfilter werde ich jetzt den unteren Bereich noch ein bisschen aufhellen. Gehe ich auch wieder an die Kante, hell die Geschichte ein bisschen auf. Ziehe auch hier an Dunstregler, nehme Sättigung ein bisschen raus, Klarheit bringt mir in dem Fall gar nichts.
ziehe vielleicht die Tiefen noch ein bisschen hoch und habe hier eigentlich in sich schon ein ganz nettes Bild, muss ich sagen. Kann ich schon mitarbeiten. Was haben wir hier noch? Boot. Boot mit der Zugspitze im Hintergrund. Jetzt seht ihr ganz, ganz deutlich, ich habe hier massiv unterbelichtet. Das ist einfach viel, viel zu dunkel, das Bild. Aber da ich in RAW fotografiert habe, kann ich auch hier noch einiges retten. Fangen wir mal an mit dem einen Klick, automatische Tonwertkorrektur, hat mir jetzt nichts gebracht. Da nehme ich mir den unteren Bildbereich vor, mit dem Verlaufsfilter und schraube den erstmal nach oben. Und hält den unteren Bereich jetzt erstmal ein bisschen auf. Mit den Tiefen könnt ihr hier die dunklen Stellen vom Boot schön aufhellen. Hier habe ich noch Reserven, weil die Sony A7 III hat einfach diese Reserven. Das macht richtig Spaß. Und somit kann ich noch ein Bild retten, was eigentlich komplett unterbelichtet fotografiert worden ist von mir. So, das gefällt mir schon mal ganz gut. Das Segelboot kommt sehr gut zur Geltung. Klarheit brauche ich hier keine. Tiefen, Kontrast werde ich ein bisschen rausnehmen. Und es ist halt echt wichtig, nur minimal an den Reglern zu drehen, sonst wirkt es ganz schnell übertrieben. Wenn ich jetzt zum Beispiel möchte, dass dieser Himmel etwas rötlicher daherkommt, kann ich zum Beispiel hier auch am Verlaufsfilter den Himmel auswählen. Also entweder so. Und gehe von der Temperatur etwas nach rechts ins Rötliche. Oder ich lösche diese Version. Oder ich suche mir unten die Luminanzkurven aus und füge hier einfach noch ein bisschen Rot dazu. Kann es hier vielleicht ein bisschen erahnen. Ja. Und so kann man sich hier eigentlich ganz gut schauen. Und so kann man sich hier eigentlich ganz gut spielen. Insgesamt könnte ich die Aufnahme auch ein bisschen wärmer machen. Obwohl es ja wirklich total verregnet war und es da gerade mit dem Regen bzw. angefangen hat. Ja, sieht auch schon mal ganz gut aus. Wenn ich hier natürlich jetzt noch ein bisschen Dunst reinziehe oder Dunst rausnehme und mehr Sättigung reinpoppe, habe ich hier eigentlich ein ganz vernünftig entwickeltes Foto geschaffen. Was auch immer ganz gut ist, diese Einstellungen, die man bei diesem Foto verwendet hat, die kann man auch ganz easy kopieren, indem ich jetzt Command Copy drücke und kopiere die Einstellungen einfach mal hier, zack, auf das nächste Foto. Und jetzt sehe ich gut, hier habe ich jetzt einen anderen Bildausschnitt, deswegen muss ich nochmal in die Filter reingehen und die ein bisschen anpassen. Weil ihr seht, der Filter hier oben betrifft den unteren Bereich und das ist in dem Fall jetzt zu weit oben angesetzt. Aber so ist es doch schon mal ganz nice. In Summe ist das Bild natürlich noch viel zu dunkel. Aber hier habe ich doch schon mal ein Bild, mit dem man tatsächlich auch schon wieder was anfangen kann. Die Tiefen. Und damit habe ich euch einen ganz kleinen Einblick gegeben, wie einfach ich mir eigentlich bei der Landschaftsfotografie tue. Denn ich versuche tatsächlich, die Bilder schon optimal auszuleuchten und es gelingt mir auch in den meisten Fällen, dass ich ganz, ganz wenig Nacharbeit bei meinen Fotos habe. Und ich finde es eigentlich auch immer ganz schön, wenn die Bilder so halbwegs realistisch daherkommen. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben oder ein Abo meines Kanals. Jetzt sage ich Servus. Euer Sigi vom Ammersee.